Hallo meine lieben Freunde der guten Telefonate hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder jede Menge einzelne kleine Telefongespräche mitgebracht, die, naja, betrügerischer eigentlich nicht sein könnten, doch sehr gut aufzeigen, was da eigentlich genau hintersteckt und mit welchen Menschen wir es da zu tun haben. Menschen, die uns permanent das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Die Gespräche sind alle etwas kürzer, so dass sie nicht für ein eigenes Video ausgereicht haben, aber auch diese kurzen Stücke zeigen uns wunderbar auf, mit wem wir es da zu tun haben. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Guten Tag. Dieses Gespräch habe ich tatsächlich, anstatt es mal leiser zu machen im Hintergrund, habe ich es mal lauter gemacht. Tja, der nette Mitarbeiter hier am Telefon hat sich ja nicht zu Wort melden wollen. Doch hier hatten wir jetzt tatsächlich mal die 1A-Chance, uns mal den Hintergrund mal ohne laute Musik anzuhören, was da eigentlich so genau los ist. Es ist doch unfassbar, wie laut es in diesen Callcentern ist. Das zeigt natürlich auch, wie viele Menschen da sitzen. Also das waren hier auf jeden Fall mehr als eine Handvoll Menschen, die da telefonieren. Wahrscheinlich in vielen verschiedenen Sprachen gleichzeitig, ja, um den ganzen Markt irgendwie abzudecken. Tja, es ist absolut Wahnsinn, was da für kriminelle Energie hintersteckt, um so einen Aufwand zu betreiben, mit so vielen Menschen eingepfercht in einen riesengroßen Raum, die alle mit, ja, potenziellen Opfern telefonieren sollen. Guten Tag. Hallo, guten Abend. Spreche ich mit Herr Kakesian, Sebastian? Mhm. Herr Kakesian Alanovac hier, Kontomanager von die Euromentors Trading Firma. Ich rufe Sie an, weil wir haben ein Angebot für Sie auf unserer Trading-Plattform, wenn Sie noch immer Interesse für den Finanzmarkt haben. Gibt es bei Ihnen gratis Mentors? Bitte nochmal? Gibt es bei Ihnen Mentors? Ich habe Sie wirklich nicht gehört. Aber okay. Wirklich. Nee, ja, bitte nochmal. Bin ich bei was? Wem? Was? Wie? Na, da, wo Sie angerufen haben. Ich rufe Sie an von Niederland. Von Amsterdam. Ja, die Sitzung ist hier, aber ich rufe Sie an wegen einer Plattform, die für die ganze Europa gemacht ist. Sie würden uns die deutsche BaFin Finanzregulation handeln. Aber ich kann Ihnen alles sagen, nur wenn Sie natürlich Interesse für diese Thema haben. Und den Finanzmarkt gesamt. Ja, so. Herr Kackfein, können Sie mir sagen, ob Sie schon Erfahrung an den Finanzmarkt haben? Nee. Okay, wie ich verstehe, Sie wissen, unsere Plattform ist ja sehr anfängerfreundlich, weil wir anbieten auch den automatischen Software, den System, das für Sie handelt, zusätzlich mit dem Broker, mit wem Sie jeden Tag Gespräche haben können, wenn Sie es möchten. So, Sie können den Broker jederzeit anrufen, Montag bis Freitag. Die Empfehlungen bekommen Sie von dem Broker und auch, wie ich gesagt habe, Sie würden unten die deutsche BaFin Finanzregulation handeln. Die Plattform ist ja sehr reguliert, mit einer von den stärksten Finanzregulationen. Sie können das auch mit von Ihrer Seite sehen. Aber wir haben eine Altersgrenze. So, wenn das nicht ein Geheimnis ist, können Sie mir sagen, wie alt sind Sie bitte? Das ist ein Geheimnis. Geheimnis? Mhm. Sind Sie über 30? Na, bleibt ein Geheimnis. Sie sind über 30. Okay, ich verstehe. Und wenn das auch nicht ein Geheimnis ist, sind Sie berufstätig in einer Branche, die etwas mit dem Finanzmarkt zu tun hat? Das ist auch ein Geheimnis. Sie sind voll von Geheimnissen, sind Sie. Mhm. Okay, dann so. Das bedeutet, Sie haben gar kein Interesse. Aber das bedeutet das ja nicht. Okay, aber die Regeln von der Firma, wie unsere Firma ist, die Altersgrenze. Und wenn Sie auch jemand sind, das etwas mit dem Finanzmarkt zu tun hat, das ist ja auch mehr besser. Deswegen fragen wir die zwei normale Frage. Aber wenn Sie mir den Antwort nicht geben können, dann können wir ja leider nicht weitermachen. Aber ich würde Ihnen erstmal... Dann funktioniert der Datendiebstahl nicht richtig. So ist es. Was habe ich von Ihren Jahren, Herr Kackfein? Ich meine, ich bin 33
Und ich arbeite den Kundenservice von die Euromentors Firma. Ist das so ein großes Geheimnis? Ich denke nicht. Wissen Sie was? Ich kann Ihnen gerne den Link von die Plattform zuschicken, auch mit die offizielle BaFin-Seite, wo Sie die Lizenznummer von die Plattform überprüfen können und alles von Ihrer Seite, auch die Datenschutz von die Plattform, können Sie gerne nachschauen und was BaFin für Sie genau bedeutet. Aber ohne die Altersgrenze geht das leider nicht. So ist das noch einmal ein Geheimnis, oder? Ja, ist immer noch ein Geheimnis. Bei Betrügern verrate ich meine Daten nicht. Und was kann jemand mit... Okay dann, alles Gute. Tschüss. Ist ja interessant. Sie wollte noch ein bisschen was sagen und hat sich dann spontan doch anders überlegt und dann nichts mehr gesagt. Ja, ist wahrscheinlich auch besser, weil mehr als Betrug ist es nicht, was sie hier uns eigentlich wieder erzählen wollte. Der absolute Wahnsinn. Also erstmal schon der Name von der Firma, die nette Mitarbeiterin, total gelangweilt. Ja, im Hintergrund hat man ja schon wieder die Musik gehört und das, was sie so von sich gegeben hat mit der SciSec, dass die ja so toll ist, die Behörde. Wahnsinn. Tja, dass man bei der SciSec jetzt nicht unbedingt den besten Regulator im Gepäck hat. Ich glaube, das sollte man eigentlich schon wissen. Ist ganz klar, denke ich. Denn die SciSec sitzt auf einer Insel in Zypern, ja, und bietet ihre Dienste für viele Briefkastenfirmen an und für sehr viel unfassbar viel von diesem Trading-Mist, den wir hier hören. Tja, aber kontrollieren tut da irgendwie keiner was. Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr Reiniger. Herr Reiniger, mein Name ist Adali Wolf aus Handelsplattform. Es geht um All Profit, liebe Herr. Aha. Sie haben Interesse gezeigt, Trading machen, richtig? Trading machen. Genau, Geld verdienen. Aha. Wann denn? Herr Reiniger, darf ich wissen, mit welchem Betrag wollen Sie starten? Ich nehme 2,50 Euro erstmal. 2,50 Euro, wunderbar. Nee, Herr Reiniger, 2,50 Euro? 2,50 Euro. 250, meinen Sie? Nee. Wie man kann sagen, 2,50 Euro, Herr Reiniger. Klar, haben Sie doch gehört, gucken Sie, 2,50 Euro, kann man sagen. Okay, darf ich wissen, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Mastercard? Ich bastel Papierflieger und die werfe ich dann. Wie bitte? Ja. Ich habe Ihnen nicht gehört, was haben Sie gesagt? Ja, ist das Telefon so schlecht? Hören Sie jetzt mir besser? Ja. Aha. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie, damit Sie einzahlen können? Ist das Visa oder Mastercard? Ach so, nee, da habe ich eine Dongsbang. Die kann man mit einer Steinschleuder benutzen. Was benutzen Sie? Eine Steinschleuder. Was ist das? Na, da kann man mit Karten schießen. Liebe Herr, Ihre Zahlungsmethode ist Visa oder Mastercard oder Sie haben Sabine einfach Giro mit Online-Banking. Was? Die Sabine bei der Babette, mit der Bärbel und der Bettina. Sie sind, entschuldige bitte, was ist Ihr Vorname, ja? Oder Sie haben nur Familiennamen? So, doch steht Herr, ich glaube nicht, dass Ihr Vorname ist Herr. Doch. Aber falls Sie die Mütter, ja, liebe Herr, ja, so, nächstes Mal, wenn Sie unseriöse Registrierung fertigen im Finanzmarkt, ja, Sie werden eine Strafe bezahlen. Ist das klar für Sie? Jetzt ja, tschüss. Noch ganz viele, ja. Eieieiei, die machen sich ja wirklich komplett lächerlich mit dem, was die da von sich geben. Tja, Betrug bleibt halt einfach Betrug. Es ist der blanke Wahnsinn, also der absolute Wahnsinn. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jemand sein Geld einzahlt. Das Schlimme ist, die Statistiken sagen leider was ganz, ganz anderes. Ja. Schönen guten Tag, Herr Zauberfe. Hier ist eine Bela von der Firma Prism Capital. Aha. Sie haben sich für unser automatisches System für Onlinehandel interessiert. Habe ich das, ja? Ja. Ich würde gerne erst ein paar Fragen stellen und dann Sie informieren, okay? Wieso nicht andersrum? Bitte? Wieso nicht andersrum? Wieso nicht anders was? Na, andersrum. An der was? Na, andersrum. Also, Sie arbeiten schon mit einer Firma. Wollen Sie das nicht andersrum machen? Erst die Informationen geben und dann Fragen stellen?
Unsere Firma heißt Prism Capital. Wir haben unser Werbung angeschaut und da Ihre Daten hinterlassen. Aha. Leider waren Sie sehr lang nicht erreichbar. Mhm. Ja, so. Haben Sie schon einige Erfahrungen beim Trading? Beim Trading? Ja. Könnten Sie mir bitte ein bisschen davon erzählen? Ich bin im Park gegangen und habe eine Oma getreten. Mhm. Womit haben Sie denn gehandelt? Mit dem Schuh habe ich getreten. Womit? Schuh. Schuh? Mhm. Mhm. Es geht aber nicht um Trading eigentlich. Nicht um Trading? Unter Trading versteht man Handel mit Aktien oder Krypto oder sowas am Finanzmarkt. Ach so. Wissen Sie schon etwas davon? Nee. Nein, noch nicht. Sie haben aber unsere Werbung angeschaut. Mhm. Vielleicht haben Sie schon auch davon gelesen oder gehört. Mhm. Was haben Sie gelesen oder gehört? Im Radio gelesen. Im Radio gelesen? Ja. Herr Zalbafe, ich verstehe das. Für Sie macht das jetzt Spaß, aber ich spreche über was Seriöses. Und wenn Sie kein Interesse haben und nur Interesse an Spaß zu machen, dann entschuldigen Sie bitte. Informationen geben Sie noch nicht da. Ich habe noch was zu tun. Wenn das Thema für Sie nicht interessant ist, dann entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne nicht mit Ihnen das besprechen. Ja. So. Warum? Warum? Denn ich habe noch Zeit, um mit anderen Kunden zu sprechen. Und das wäre für mich in erster Linie besser. Wie gesagt, Sie verschwenden jetzt meine Zeit. Warum? Warum, Herr Zauberfe? Denn Sie haben kein Interesse und Sie möchten nur Spaß jetzt machen. Machen Sie bitte Spaß zum Beispiel mit der Polizei. Passt das Ihnen? Ja, ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Mhm. Tschüss. Ich verstehe immer nicht so richtig, warum die tatsächlich nochmal nachhaken, wenn man doch eigentlich schon, ja, irgendwie erklärt hat, dass man da jetzt kein Interesse dran hat und dass sie das ja eigentlich schon merken. Aber irgendwie machen die dann trotzdem weiter. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum. Es ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn, wenn der Kunde da keinen Bock mehr auf einen hat und man ja merkt, dass der Kunde ja jetzt nicht unbedingt Interesse an dem ollen Produkt hat, was die da verkauft. Dann hake ich doch nicht nochmal ein paar Mal in sämtlichen verschiedenen Variationen und Varianten nach, ob er nicht doch noch irgendwie sein Geld in der Firma versenken will. Es ist immer wieder interessant, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Aber das sind die Anrufe vom Finanzmarkt. Also die Leute, die von euch 250 Euro wenigstens haben wollen, um euch dann ganz reich zu machen auf dem Tradingmarkt. Tja, dass das wohl nie passieren wird, das sollte eigentlich mittlerweile jedem klar sein. Ich denke, allen, die den Kanal hören, die wissen darüber Bescheid. Aber damit noch mehr Menschen Bescheid wissen, teilt daher sehr gerne an allen Menschen, die ihr kennt, die Videos von mir, damit die alle aufgeklärt sind und niemand da sein Geld einzahlt. Guten Tag. Hallo? Ja. Einen schönen guten Tag, Herr Lipp. Hm. Nina am Apparat. Grüezi. Aha. Es geht um Online-Handel, Online-Trading. Und wir haben zusammen gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Nee. Nee? Nee. Eine Handelsgruppe eröffnet. Und seitdem Sie haben nicht aktiviert. So, was ist passiert? Was denn? Sie haben das Handelskonto bei uns geöffnet, aber Sie haben die Handelskonto noch nicht aktiviert. Ja. So, hätten Sie Schwierigkeiten dabei oder was ist passiert, dass Sie haben die Handelskonto noch nicht aktiviert? Nee, ich hatte da keine Schwierigkeiten. Okay, und wieso haben Sie das nicht aktiviert? War unseriös. Unseriös? Mhm. Was war unseriös denn? Na, die Seite. Okay, über unsere Seite. Was war unseriös? Na, die Firma ist unseriös. Nee. Mhm. Okay, dann Sie müssen mir den Grund sagen, wieso war unseriös. Ja, klingt nach Betrug alles. Betrug? Mhm. Betrug, nicht Betrug. Betrug.
Okay, und wo wissen Sie das? Nur weil es so aussah. Wie bitte? Weil es so aussah. War alles nicht seriös. Tja, also sie fragt nach, aber ja, eine Antwort gibt sie dann nicht mehr, nachdem sie dann ihre Antwort erhalten hat, die sie bekommen wollte. Tja, mit der Wahrheit können die Betrüger wohl alle irgendwie nicht umgehen. Immerhin fallen in letzter Zeit nicht mehr ganz so viele Beleidigungen, wie man es sonst gewohnt ist. Aber naja, es gibt schon doch noch jede Menge Anrufe, wo dann trotzdem auch Beleidigungen fallen, wenn die Betrüger nicht das bekommen, ja, was sie sich eigentlich erhofft haben von dem Anruf bei euch. Es ist einfach nur Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Aber das sind halt eben die Anrufe, die ihr bekommt, wenn ihr euch bei irgendwelchen unseriösen Webseiten einfach so eingetragen habt. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Max Philipp. Ich rufe Sie von Honest Capital Investment Gesellschaft. Es geht um Ihr Interesse an Online-Trading mit dem automatischen Handelssystem. Aha, was denn für ein Interesse? Wie bitte? Ja, was denn für ein Interesse? So, Sie haben sich selbst angemeldet, um online an der Börse zu handeln mit dem automatischen Handelssystem und mit den Profibroker. Ja, wo denn? Und wo jetzt denn? Bin ich hier um Ihnen. Ich habe bei Honest Capital angemeldet. Was ist das? Honest Capital, das ist die Trading-Plattform. Ja? Das ist die Trading-Plattform, wo können Sie mit dem automatischen Handelssystem an der Börse so handeln. Okay. Und wenn es für Sie jetzt aktuell, ich bin hier, um Ihnen alles zu erklären, um Ihnen einen Einstieg zu erleichtern. Wenn es ist aktuell für Sie. Was denn für ein Einstieg? Um an der Börse zu handeln, sollen Sie Ihr Handelskonto zuerst aktivieren und dann sollen Sie ein Startkapital einzahlen aus dem Handelskonto. Mit diesem Startkapital würden Sie danach handeln. Alles klar. Na, dann aktivieren wir. Ja, und würden Sie danach Gewinn machen. So, jetzt können wir ganz schnell Ihr Handelskonto aktivieren. Dann erhalten Sie den Anruf von Ihrem persönlichen Broker und dann beginnen Sie mit Handeln. Geht es? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. So, ja, guten Tag nochmal. Machen wir jetzt Ihre Handelskontoaktivierung oder? Naja, habe ich doch gesagt. Okay, super, so. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Weiß ich noch nicht. Erstmal aktivieren und dann überlege ich mir das. Aha, okay. Wenn Sie haben irgendwelche Frage, ich bin jetzt hier, um Ihnen alles zu erklären. So, Sie können jetzt alle Fragen stellen. Ich gerne würde antworten. Was soll ich denn für Fragen stellen? Wenn Sie haben, können Sie diese Frage stellen. Nee, wenn nicht, okay, dann sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Bei uns, der Mindestbetrag ist 200 Euro. Und wenn Sie zahlen mit Visa oder Mastercard, erhalten Sie auch einen Bonus, 70 Euro, weil Sie haben die Partnerschaft mit diesen Zahlungsmethoden. Auch können Sie mit ganz normaler Banküberweisung das machen und mit den Crypto-Wallet. Aha. Was ist für Sie lieber? Das weiß ich nicht. Okay, dann sagen Sie mir, mit welchem Betrag müssen Sie anfangen? Ja, habe ich doch gesagt, erstmal aktivieren und dann überlege ich mir das. Ja, aber um Ihr Handelskonto zu aktivieren, sollen Sie Ihre Startkapital auf Ihr Handelskonto einzahlen? Das haben Sie ja nicht gesagt. Sie haben gesagt, erst aktivieren und dann zahlen wir Geld ein. So haben Sie das gesagt. Ich kann das gerne nochmal einblenden. So, brauchen Sie zusätzliche Info oder? Nee, erstmal aktivieren und dann überlege ich mir das. Okay, dann jetzt machen wir die Kontoaktivierung. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag müssen Sie beginnen und mit welcher Zahlungsmethode? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Oh, was wissen Sie doch nicht? Na, Sie haben doch gesagt, erstmal aktivieren und dann zahlen wir später ein. So machen wir das. Ja, aber zu aktivieren brauchen Sie Ihr Handelskonto, auf Ihr Handelskonto Ihr Startkapital einzahlen. Das haben Sie gerade anders erklärt. Also eingangs haben Sie gesagt, erst aktivieren wir und dann gucken wir, was wir einzahlen. So haben Sie das gesagt. Wie gesagt, ich kann es gerne nochmal reinschneiden ins Video. So, ich erkläre nochmal. Zuerst aktivieren Sie Ihr Handelskonto. Dann? Genau. Dann sehen Sie also mich. Aktivieren wir erstmal. Richtig, haben Sie gut erklärt. Genau so war es am Anfang. Sehen Sie, brauchen wir es nicht mal reinschneiden. So, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, sollen Sie Startkapital überweisen auf Ihr Handelskonto. Okay, das ist die erste Schritt. Sie haben es doch jetzt einmal anders. Zweimal gesagt,
Erst aktivieren wir Ergon und dann stellen wir darauf ein. So, in der Reihenfolge. Ja, also wenn sich Betrüger schon selber nicht einig sind, wie sie es denn eigentlich richtig gemeint haben. Tja, also da braucht man, glaube ich, nicht mehr irgendwie nach Sonnenschein fragen. Es wird immer verrückter, wenn die netten Herrschaften hier am Telefon sind. Der absolute Kracher. Tja, immer so drehen, wie sie es brauchen. Hauptsache, der Kunde, der spielt dann da irgendwie mit. Das ist wohl das einzigste Ziel, was sie da haben. Das ist der Kunde, möglichst blöd, einfach da, ohne Sinn und Verstand, sein Geld in diese Firma steckt. Tja, ich find's so traurig, dass die damit wirklich auch noch Erfolg haben. Durchaus, Fritze. Hallo, Herr Knusprig-Knusprig. Knusprig-Knusprig, wer knabbert an mein Häuschen? Mein Name ist Katrina. Ich rufe hier vom Kapital an. Also es geht mir Interesse an automatisches Handelssystem. Draußen zum Beide komme ich her. Ja, Sie haben für Ihre Daten der Werbung gegeben. Also sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Rapunzel. Was? Ja, lass dein Haar herunter. Aber hier steht, Ihre Daten knusprig. Das ist richtig, oder? Ja. Richtig? Ja. Okay. Haben Sie schon Erfahrung, haben Sie schon mal Investitionen getätigt oder noch nicht? Ja, oder? Ja. Okay, haben Sie selbst gehandelt oder mit Broker? Was? Naja. Haben Sie selbst gehandelt oder mit Broker? Ja. Mit Broker? Ja, auch. Selbst gehandelt? Ja. Okay, Herr Knusprig, sagen Sie mir bitte, haben Sie noch Interesse? Ist es für Sie noch aktuell? Ja, natürlich. Okay. Bei uns gibt es zwei Möglichkeiten, wie können Sie handeln. Erstens das mit Analysten. Analyst bringt Ihnen alles über den Handel bei und sagt Ihnen, was Sie tun und was Sie vermeiden sollten. Und zweitens das automatische Handelssystem. Das System so eingestellt, dass den Markt automatisch analysiert. Und dieses System arbeitet selbst für Sie. Können Sie mal Ihren rechten Arm anheben? Wie bitte? Können Sie mal Ihren rechten Arm anheben? Ja, das von Kronos Capital. Ja, und dann winken. Nochmal? Winken Sie mal. Warten Sie bitte kurz. Aufs Winken hat die nette Betrügerin dann keine Lust mehr gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht kam sie sich jetzt hier einfach zu veralbert vor, aber irgendwie war das Gespräch ja von Anfang an schon in keiner guten Konstellation geführt. Ja. Einfach nur Wahnsinn. Aber solange die da ihr Skript vorlesen können, lesen die ihr Skript einfach fleißig weiter vor, in der Hoffnung, dass da vielleicht doch noch irgendjemand einzahlt. Ich finde es einfach nur absolut Wahnsinn, dass das irgendwie zu funktionieren scheint. Es zahlen Menschen hier ihr Geld ein. Tja, und die netten Betrüger vom Handelsmarkt, die versuchen es immer weiter. Hallo, hier ist das deutsche Schnuckeltelefon. Entschuldigung, ich wollte gerne mit Steinfeger sprechen. Ja. Schönen guten Tag, ich bin Herr Neumann von Handelsplattform, ja, und Sie haben bei uns angemeldet, ja, und auf diesem Grund habe ich Sie angerufen und ich wollte wissen, ob Sie Ihre Handelskonto aktivieren werden. Was denn für ein Handelskonto? Das ist ein Online-Handlung, ja, Kryptowährungen, Aktien. Eine Online-Handlung? Ja, genau. So wie so ein Zoofachgeschäft. Wissen Sie, Ihre Daten steht in unserem System als Person, welche Interesse am Finanzmarkt hatte. Ja? Es geht um Finanzmarkt. Ja? Aha. Und ich habe schon gesagt, dass es Kryptowährungen, Aktien, ja, aber Onlinehandel. Und hier funktioniert es so. Wenn Sie bereit Ihre Konto aktivieren, dann werden Sie mit unserem Broker auf Finanzmarkt handeln. Ja? Mit Unterstützung von unserem Broker. Und haben Sie Erfahrungen am Finanzmarkt? Ja. Und mit welchem Produkt haben Sie gearbeitet? Kaugummi. Kaugummi, das ist komisch. Wir sprechen jetzt über Finanzmarkt, ja. Ja, war ja vom Finanzmarkt, richtig. Ja. Ich habe mit Bubblegum gehandelt, mit der Marke. Haben Sie Interesse zum Beispiel auf Bitcoin oder andere Kryptowährungen? Was kann man damit machen? Das geht ganz einfach, ja. Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie jetzt Ihre Konto aktivieren, ja? Dann würde ich gerne Ihnen helfen. Dann weiter,
nach der Aktivierung Ihrer Konto werden Sie mit unserem Broker in Verbindung setzen. Dieser Broker wird Ihnen immer helfen, ja? Sie werden wissen, wann brauche kaufen, wann verkaufen, ja? Welche Finanzprodukte gibt es in unserer Welt, welche Aktie gibt es und so weiter. Und noch etwas, für Menschen, welche haben Erfahrungen, ja, bei uns gibt es noch ein interessantes Produkt, heißt Roboterprogramm, ja. Das bedeutet, dieses Programm wird selbst auf Finanzmarkt für Sie handeln, ja. Für Sie brauchen nur 15 Viertelstunde für eine Zeit pro Tag haben, ja. Sie können einfach prüfen und beobachten, was haben Sie schon verdienen, ja. Aber ich habe schon gesagt, das ist für Menschen, welche Erfahrungen auf Finanzmarkt haben. Dieses Programm, wenn Sie Interesse haben, dann unser Broker kann Ihnen dieses Programm auf Ihren Computer installieren, ja. Und noch etwas. Natürlich für Handlung brauche Geld haben, ja. Das bedeutet, natürlich, ja. Bei uns gibt es drei Möglichkeiten. Für neue Kunden gibt es drei Möglichkeiten. Das ist für 250, 700 und 1000 Euro. Das ist ja schade. Ja, aber Sie haben bei uns angemeldet, ja. Das bedeutet, Sie hatten Interesse, ja. Dann habe ich schon gesagt, Ihre Daten stehen in unserem System, ja. Und auf diesem Grund habe ich Sie angerufen. Dann, ich wollte einfach wissen, ob Sie Ihre eigene Konto, Ihre Handelskonto aktivieren werden oder haben Sie vielleicht andere Pläne? Weiß ich nicht, was denn für Pläne? Es gibt da ja so einen geheimen Corona-Plan, habe ich gehört. Okay, wissen Sie. Denke. Wir können Folgendes machen. Ja. Ich wollte Sie etwas fragen. Sind Sie bereit, jetzt Ihre Handelskonto aktivieren? Ja oder nein? Können Sie mir bitte antworten? Na, habe ich doch zweimal. Nein. Sagen Sie bitte, ja oder nein? Hallo? Ja, ich bin da. Wie geht's weiter? Ich habe Sie gefragt. Ja, und ich habe geantwortet. Dreimal. Nein, Sie haben mir nicht geantwortet. Ich habe Sie gefragt. Sagen Sie mir bitte, ja oder nein? Ja, ich habe schon dreimal geantwortet. Ich habe nicht gehört. Hm? Entschuldigung. Müssen wir die Ohren mal waschen. Oder das Telefon. Vielleicht ist auch ein bisschen Popel da im Hörer. Weiß ich ja nicht. Okay. So, dann machen wir Folgendes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschüss, Betrüger. Ja, mal wieder einer von der, netteren Variante, der nicht gleich so beleidigend ist wie die anderen, wenn man sie enttarnt hat. Aber, gesünder macht es diesen Anruf hier auf jeden Fall trotzdem nicht. Es bleibt ein Betrüger. Es ist traurig. Es ist wirklich wahnsinnig traurig, dass es immer und immer wieder weiter funktioniert. Die Menschen zahlen hier ihr Geld ein. Der hat ja nun doch eine etwas, andere Stimme, eine andere Stimmlage gehabt. Der hat nicht so einen furchtbaren Slang gehabt, wie die anderen Betrüger, die wir hier an der Leitung immer mal wieder sitzen haben. Der hat sich zumindest zu benehmen gewusst. Aber, der wollte genau das Gleiche wie alle anderen. Und es zeigt eben auch, dass die Betrüger natürlich sehr vielfältig sind. Wir haben die absolute Hörlbirne hier an der Leitung, wo man sich fragt, wo der Feldweg geblieben ist. Und dann haben wir hier auch wieder den einen oder anderen, der, sich auf Zimmertemperatur-IQ bewegt. Und dann haben wir auch mal den einen oder anderen, der flüssig Deutsch kann und auch sich vernünftig artikulieren kann. Ja, und dann gibt's die fragwürdigen Betrüger. Aber Betrug bleibt es letztendlich trotzdem. Und davor wollen wir alle Menschen schützen, dass niemand von eurem Umfeld darauf reinfällt. Denn mir tun die Menschen leid, die da ihr Geld einzahlen. Warum auch immer und aus welchem Beweggrund auch immer und auch wenn sie dann selbst dran schuld waren. Sie tun mir trotzdem leid. Denn das Geld, das ist weg. Und das haben die Menschen definitiv nicht verdient. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten gleich mit dem Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine automatische Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal hier gibt. Hasst mich nicht für meine Worte. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.